flowers waiting around the bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. Wanna stay right here with you. Wanna stay right here with you. Wir sind in Löw angekommen. Da sieht man schon das Gebäude der Firma Sog. Hier sieht man den Stellplatz. Hier steht von Sog schon der große Concorde Cruiser. Unten auf dem Hof steht noch einer. Dann stehen hier noch ein paar Gäste aus Dänemark. Die werden sich wahrscheinlich auch Sog einbauen lassen. Und hier anhand des Baggers und anhand des Schotterplatzes sieht man, dass hier gerade kräftig an den Stellplätzen gebaut wird. Sie werden vergrößert, so wie es aussieht. Erweitert werden sie, so dass hier noch mehr Wohnmobile mal eine Nacht stehen können. Vielleicht die Nacht, bevor sie sich Sog einbauen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht machen die auch Abwasser oder irgend sowas. Das ist so eine Station. Ja, vielleicht erfahren wir da unten in der Werkstatt ein bisschen mehr. Wir haben noch 40 Minuten Zeit. Ich habe eben kurz gefragt. Bis in 40 Minuten ist das Wohnmobil, was jetzt in der Werkstatt steht, fertig. Und dann sollen wir runterkommen und da unten reinfahren. Ja, hier ist die Firma Sog von der Seite. Ja, und hier, ich weiß nicht, ob man das da oben sieht, eine richtig schöne Uraltburg in den Weinbergen. Ja, mal gucken, wie wir hier nachher vernünftig runterkommen. Schräg runterfahren, dann wird das gehen. Und andere auch reingekommen. Die Steine da? Das war aber. Oh, da steht der zweite Concorde. Carver Centurion Style. Und da steht unser Campino jetzt bei Sog in der Werkstatt. Jetzt wird geschaut, was wir hinkriegen. So, jetzt wird bei uns erstmal geschaut. Hier sieht man die leuchtende Taschenlampe. Da kann man schon ein bisschen durchgucken. Es wird geschaut, wo, welcher Weg der Schlauch nehmen muss, um zum Beispiel den Filter, den Geruchsfilter hier hinten in die Garage unter diesen Vorsprung hier so einzubauen. Das stört das sowieso nicht. Ja, damit man hier rausgehen kann. Ne? Genau, dann braucht man nur so ein Loch durch diesen GFK-Boden hier bohren. Weil direkt an der Toilette funktioniert es nicht. Das ist klar. Links geht's nicht. Darunter sind auch die Stützen und da ist gleich der Radkasten. Und rechts ist Heizungsrohre und Elektrik. Aber wenn er da mit dem Schlauch durchkommt, können wir das in die Garage setzen. Wäre doch schon prima. Würde uns dort auch nicht stören. Keinerlei. Fertig. Unsere Soganlage
die zum Boden rausgeht, ist fertig eingebaut. Wir zeigen euch oder haben euch schon gezeigt, kommt darauf an, wie ich das Video zurechtschneide, wie die komplette Anlage aussieht, wo sie bei unserem Wohnmobil eingebaut ist, wie sie eingebaut wurde, wie man da rankam. Es war doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Und jetzt haben wir uns einen Campingplatz rausgesucht in Düsseldorf, City Campingplatz Düsseldorf. Und da fahren wir jetzt hin, da bleiben wir noch 2 Tage. Und dann fahren wir Mittwoch auf den P1 der Düsseldorfer Messe, um die Messe zu besuchen. Schatz, warum haben wir uns die Soganlage einbauen lassen? Weil du das haben wolltest. Ach so, du Schatz, weißt du was? Die Solaranlage wolltest du haben? Ja. Jetzt frage ich mich gerade, was habe ich eigentlich noch alles offen, bis ich dahin komme? Ja, da soll man bitte nicht mit anfangen, weil dann habe ich noch einiges gut. Weil was du da alles schon eingebaut hast. Okay, lassen wir das mit dem Thema. Ja, zur Soganlage. Zur Soganlage und die Gründe. Warum haben wir uns die einbauen lassen? Der Hauptgrund, muss ich wirklich sagen, ist, ich mochte die Gerüche im Wohnmobil, in der Nasszelle nicht mehr. Das hat mir schon gereicht. Nachts, Rita ist aufgestanden, hat die Toilette genutzt, hat den Schieber aufgemacht und ich habe wirklich hinten im Bett diese Chemie gerochen. Auch wenn wir die Chemie in letzter Zeit gar nicht mehr genutzt haben, auf den guten Tipp von Wolfgang haben wir mal dieses Amovit gekauft. 18 Kilo. Nein. 18 Euro für 5 Kilo, hält mehrere Jahre, absolutes Topzeug, riecht viel weniger. Eigentlich so gut wie gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr nach Chemie. Es hat mich trotzdem gestört. Diese Gerüche, seitdem ich nicht mehr rauche, muss ich echt sagen, bin ich da wirklich empfindlich geworden. Also, das wollte ich weghaben. Wir haben uns dann auf dem großen Treffen in Klüsserath mit einem Mitarbeiter der Firma Sog hier unterhalten. Ich glaube, es war sogar der Geschäftsführer. Jedenfalls hat er uns dann mal die Soganlage richtig erklärt. Und alleine dieser Lüfter, der einen Unterdruck im Tank entstehen lässt. Ich öffne den Schieber, dadurch wird ein Schalter betätigt. Ein Lüfter saugt die Luft aus dem Tank durch einen Filter und gibt es raus an die Außenluft. Wenn man jetzt also zum Beispiel eine Zigarette oder so ein, wie heißen die hier, diese Räucherstäbchen oder sowas rüberhalten würde, würde man sehen, wie der Qualm, die Luft, sozusagen dann auch die Gerüche, nach innen gesaugt werden. So ein ganz leichtes Lüftergeräusch, nur solange der Schieber auf ist, hört man fast gar nicht. Und es kommt kein Geruch mehr raus, weil die Luft nach innen gesaugt wird, abgesaugt wird. Das war für mich der Tag, an dem ich gesagt habe, da kommt eine Soganlage rein. Was ich nicht mag, ist eine Soganlage, wo der Filter hier draußen sitzt. Das ist erstmal nur so ein schmaler Filter und ich muss sagen, auch wenn es bei uns hier die Fahrerseite ist und somit nicht auf der Seite, wo wir sitzen, dann mögen wir sowieso nicht die Toilette auf der Seite, wo man sitzt unter der Markise, aber ich wollte auch unseren Nachbarn nicht zumuten, dass sie immer auf diesen Filter hier gucken müssen und eigentlich wissen, wenn die Pumpe läuft, na, vielleicht kommen da wieder Gerüche raus, die man kaum riecht. Aber das ist so eine Macke von mir. Das muss jeder selbst wissen. Als man mir dann gesagt hat, es gibt noch eine zum Dach raus, war für mich klar, nein, zum Dach raus, ein Loch ins Dach kommt nur höchstens noch einmal rein für die Solaranlage, ansonsten nicht. Aber als man mir gesagt hat, es gibt auch die Bodenausführung, die zum Boden rausgeht, da habe ich gesagt, das ist es. Wir haben GFK-Boden, kann nichts passieren, zum Boden raus, das möchten wir haben. Wir hatten dann nach Klüsserath gleich einen Termin gemacht für den Dienstag. Leider hatte die Firma Sog 3 kranke Mitarbeiter, da konnten wir keinen Termin bekommen. Und somit sind wir jetzt im Urlaub auf dem Weg vom Osten über den Süden, über den Westen hoch Richtung Caravansalon Düsseldorf sind wir zur Firma Sog gefahren und haben uns die einbauen lassen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir die bei uns einbauen lassen haben, beziehungsweise wie es bei uns funktioniert hat. Schatz, komm mal her. Als erstes zieht man jetzt hier raus. Da ist der Schlauch. Darüber wird die Luft abgesaugt. Der braucht nur abgezogen werden. Hier ist dann so ein zusätzlicher Verschluss, so ein Deckel. Den steckt man hier rein. Und schon kann man den ganzen Tank rausziehen und entleeren. Wieder rausziehen, wieder rein. Schon ist die Sache erledigt. Schon kann man das Ganze wieder hier hinten. Ich muss natürlich nur in die richtige Richtung drehen. Wäre ja schon schlau. So. Schon kann man das Ganze wieder reinpacken. Genau die richtige Richtung, hatte ich gesagt. Ja, das war halt das Problem, dass bei uns, nimm mal deinen Arm bitte weg, dass bei uns
das Toilettenfach sehr, sehr klein ist. Links gehen Kabel und Schläuche lang. Außerdem ist da unten die Stütze, genau, die hydraulische Stütze. Kommt man nicht raus. Rechts kein Platz. Der Mitarbeiter bei der Firma Sog hat sich wirklich angestrengt. Der hat innen im Schlafzimmer unter Ritas Bett eine Wand rausgebaut. Dann konnte er hier hinten reingucken. Er konnte hier durchgehen mit dem Schlauch. Das hat alles super gepasst. Also er ist jetzt mit dem Schlauch, sage ich mal, grob hier rüber gegangen. Komm mal her, Schatz. Außen lang gegangen, also hier innen lang gegangen und kommt dann in dem Doppelboden sozusagen und kommt da unten raus. Wenn man das jetzt mal sieht hier, das ist die Filteranlage. Stört uns hier unten in der Garage natürlich überhaupt nicht. Von unten sieht das Ganze so aus. Hier ist es natürlich auch ganz leicht, den Schlauch abzuziehen, den Filter abzumachen. Diesen Filter wechselt man ungefähr einmal im Jahr. Er sagt, wenn man nicht so oft wegfährt, weil wir ja keine Rentner sind, sind nicht ganz so oft unterwegs, kann es auch anderthalb bis zwei Jahre hier drin bleiben. Ich sage mal so anderthalb, dann kann man ihn wechseln. So ein Filter kostet, was haben wir geguckt? Ich glaube 21 €. Ja, um die 20 Euro, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es die irgendwo anders sogar noch günstiger. Aber das Schöne ist halt, die gesamte Elektrik, also was mit dem kleinen Schalter, wenn der Schieber geöffnet wird, hängt mit an der Elektrik von der Pumpe. Das heißt, die ist sowieso an, wenn man die benutzt, die Toilette benutzt. Das heißt, die ist sowieso an, wenn man die Toilette benutzt. Schieber öffnen, Luft wird angesaugt, ein Unterdruck entsteht, geht über diese Filteranlage. Und übrigens der beste Filter von diesen drei möglichen Filtern, die man sich einbauen lassen kann. Und geht unten zum Boden raus. Für uns? Nö, ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, ist es die Filteranlage, die das Beste, den Geruch am besten rausfiltert. Noch besser als die übers Dach. Und das ist hier so ein Aktivkohlefilter. Und auch besser als diese kleine Filtermatte, die in der Tür ist. Aber okay, reichen tun sie wahrscheinlich alle drei. Ja, das ist, wie gesagt, zu unserer Soganlage und die Gründe, warum wir uns das einbauen lassen haben. Ja, das war also das kurze Video zu unserer Soganlage und die Gründe, warum wir uns die haben einbauen lassen. Da kann jeder natürlich selbst entscheiden, ob sich das für ihn lohnt oder nicht. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Überhaupt keine Gerüche mehr drin. Egal, ob ich selbst den Schieber öffne oder ob mein Schatz den Schieber nachts mal öffnet. Man hört den Lüfter eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Nein. Der surrt so ganz leise vor sich hin und Gerüche hat man im Wohnmobil gar nicht mehr. Also der volle Erfolg. Ach so, hier kann ich noch dazu sagen, wir haben man kann das auch alles einzeln kaufen und selbst einbauen. Aber hier in diesem kleinen Fach hier unten drinne und dann da drinne die Elektrik machen und sowas. Die Anlage kostet. Ich sage mal, bei uns hat sich ja auch wirklich herausgestellt, es ist nicht überall einfach. Also es gibt halt Wohnmobile, wo das Toilettenfach recht groß ist, wo rechts oder links wirklich genug Platz ist. Aber bei uns war das nicht. Also wir hätten jetzt wahrscheinlich auch erstmal, wer weiß wie lange, getüftelt, um zu gucken, wo gehen wir lang. Und der Mitarbeiter von Sog, ich sage mal, der hatte da schon. Ja, Erfahrung nicht. Also er musste halt auch ein bisschen gucken, aber aber der hat schon Erfahrung, was er wie wo verlegen kann. Hat den Weg gesucht, hat ihn sofort gefunden und hat gesagt, macht er uns möglich, kriegt er hin. Genau. Ich kann den Preis hier ruhig dazu sagen, das waren 285 Euro, ne? 95? Wir haben noch irgendwas dazugenommen, ne? Ach ja, nee, wir hatten ja noch das Silikonspringen. Ja, glaube ich. Ja, 285 Euro einschließlich Einbau. Ja. Und die ganze Anlage kostet, glaube ich, so um die 150 Euro ohne Einbau. Und da haben wir gesagt, für 135 Euro, wir sind sowieso unterwegs. Das ist unsere Urlaubsreise. Die drei Stunden, zwei Stunden hat es nur gedauert. Ja. Die nehmen wir uns und lassen es einbauen. Es funktioniert gleich, wir können gleich weiterfahren. Das ist abgesichtet, wir haben eine Garantie drauf und sowas. Besser geht es eigentlich gar nicht. Ne? Also für uns super gelöst. Ja, absolut super gelöst. Freuen wir uns auch drüber. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Tipp gegeben, einen kleinen Einblick in die Anlage und in die Gründe. Da gibt es vielfältige Gründe. Jeder hat einen anderen Grund. Manche haben auch bestimmte Gründe, warum sie sich gar nicht einbauen lassen. Auch das ist in Ordnung. Okay. Also. Dann verabschieden wir uns bis zu unserem nächsten Video. Genau. Bis dann. Tschüss.
feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes.